Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome-Hobbits und Ignorant zu einem neuen Part, Miitopia mit dem Zwergenfürst. Und schon wieder sind hier neue Leute, die habe ich doch erst neu besetzt. Naja, was so ist, die Mies hier sind wohl nicht besetzbar, die kommen wohl immer von selbst. So, die Quest von Aragorn haben wir abgeschlossen. Dieser Hamburger war ein schreckliches Monster, aber irgendwie sah es auch lecker aus. Ja, haben wir im letzten Part die Ebene, oh, hier ist ja alles neu, haben wir die Ebene Was zum Geier erkundet. Dann schauen wir mal, wo es weitergeht heute in diesem Part. Holen wir uns mal eine neue Quest, ich sehe da sogar schon was. Und dann holen wir uns mal die nächste Quest von Uha, von Selina. Schicke Magierin Selina hat eine Quest für uns. Wie schnell sich das hier ändert. Oha, was für eine Überraschung. Hab ich nicht etwa gerade umgeändert. Kann ich dir helfen? Der dunklere Fürst Gronk, muss man den kennen? Moment mal, da klingelt doch was. Ich glaube, mein Freund Peter erwähnt diesen Namen mal. Er ist gerade in Wolkenheim. Soll ich dir den Weg dorthin zeigen? Gerne doch. Quest von Selina. Auf geht's. Besuchen wir meinen Freund. Sein aktueller Aufenthaltsort ist in Wolkenheim. Du hast die Quest von Selina angenommen. Okay, sehr gut. Sollen wir dann mal aufbrechen? Ja, brechen wir auf. Ah, Selina folgt mir. Das ist schön. Morgan Freeman hier auch unterwegs. Hinauf in die Wolken, Wolkenheim, eine Wolkenstadt. Eine Wolkenstadt, was mir als Star Wars Fan gefällt, das. Eine Wolkenstadt. Schau, Annelie, wir stehen auf den Wolken. Wie flauschig sie sind. Flauschiger geht's gar nicht. Yay. Yippie. Joa, dann mal nicht zu sehr hoch laufen, weil nur wer hoch steigt, kann tief fallen. Ja, ich schwebe hier fast auf Wolke 7. Bin so sehr verliebt in dieses Spiel. Nee, nicht wirklich. Aber ja, irgendein Sprichwort muss ich doch raushauen. Und mir fiel gerade kein anderes auf. Mir fiel gerade kein anderes ein, als auf Wolke 7 schweben. Gibt's denn noch andere Wolkensprichwörter? Dann könnte ich die noch raushauen. Ein Kinderspiel. Gewonnen. 760 Gold. Und voran geht's. Schon hier wieder so ordentlich. Seit wann ist meine Tasche eigentlich voll? Holst du was raus? Es sind HP-Bananen drin. Ein Brief war noch mit dabei. Oh, von Greenie. Das erste Wort gelesen und gesagt, wo er ist. Er ist im Gasthaus. Der wurde leider nicht mitgenommen. Lieber Zwergi, buh, hab ich dich etwa erschreckt? Egal, hier ein kleines Geschenk von mir. Guten Hunger, dein Greenie. Und Zwergi erhält eine HP-Banane. Okay. Eine HP-Banane von Greenie. Hätte er mir auch einfach im Gasthaus überreichen können. Da ist er nämlich. Okay, Donald wurde verziehen. Merkel und Blackie, die jetzt zweite, sind zu Bekannten geworden. Darüber gelernt. Putin und ja, Greenie sind Bekannte geworden. Loben gelernt. Und da schlafen sie. Aber was gibt's denn bei euch? Wen machst du denn besonders? Was? Das verrate ich dir doch nicht. Was? Sag schon. Was? Niemals. Na gut, dann nicht. Puh. Na, dich mag ich doch am liebsten, finde. Natürlich. Wen denn sonst?
Und weiter geht's. Mal schnell weiter hier. Weiter ins nächste Level. Abmarsch! Sehr stylisch, Donald. Was, der Panzer? Den finde ich aber nicht so stylisch. Was soll's? Diese Formel auf die Monster da vorne. Habe ich noch gar nicht vorgelesen, was das für Monster sind. Okay. Angreifen können sie nicht so effektiv. Kombinieren von Zwergen kann man. Nice. 1001. Wir haben die 1000er Marke erreicht. Wir haben 1000 Leute gerettet. Hurra, Koboldschinken. Ach, Kobolde waren das. Ein Gasthaus. Yay. Die Macht des Horst. Na klar. Du hast jetzt 1000 Leute gerettet. Die Macht des Horst. Wie immer derselbe Text von Horst. Kennen wir ja. Die Wolkenstadt erkunden und hoffentlich nicht auf Darth Vader treffen. Darth Vader. Bruch. Bruch. Nee, das ist hier Werners. Hey, du da, hör mir mal kurz zu. Das ist doch Richard Castle, der Chris Freak. Der könnte immer weiterspielen. Ich bin's, der einzig wahre Chris Freak, Richard Castle. Sag bloß, du hast mich schon vergessen. Nee, ich vergesse dich wirklich nicht. Das ist, du kommst hier fast in jedem Part vor. Was, jetzt habe ich abgelehnt? Oh Mist. Och nö. Muss auch mal sein. Habe ich zwar aus Versehen gemacht, aber der Herr muss auch mal Ablehnung bekommen. Muss ja auch mal sein. Darf nicht immer nur hier abgetätschelt werden und gesagt werden, ja, ich will, ich spiel mit dir. Der muss auch mal ein Nein bekommen. Sieht aus, als wäre hier irgendwas vergraben. Dann grab doch mal, Donald. Du bist doch ein Panzer. Wie jetzt nichts vergraben, Keuschwitz. Na komm, Donald, weiter graben. Ja, wir schnöseln schon rum. Wir pennen schon. Wir döseln. Nicht schnöseln, döseln. Ich hoffe, wir sind hier den anderen keine Last, sagt sie. Augenblick, da liegt etwas. Habt ihr auch bemerkt, dass das Mii von Blackie, oder genauer gesagt, das Mii von Selina auch so aussieht wie das Mii von Blackie? Bloß halt ein bisschen kleiner. Ist irgendwie seltsam, aber muss so. Eine Banane. Haben wir ja noch nicht genug. Ja, einen Bananenweg habe ich gewählt. Hätte ich wohl lieber den Monsterweg genommen. Ja, wäre wirklich klüger gewesen. Aber was soll es. Puh, ich kann nicht mehr. Ich freue mich schon aufs Bett im Gasthaus. Wo wir schon davon sprechen. Ist dir aufgefallen, wie bequem die Betten der Gasthäuser hier sind? Ja, du hast recht. Es liegt daran, dass die Matratzen mit Wolken gefüllt sind. Was, echt? Jetzt kann ich erst recht nicht mehr abwarten, bis ich ins Bett hüpfen kann. Schnell, schnell, ab ins nächste Gasthaus. Voran, ins nächste Gasthaus. Da ist es auch schon. Wurde gut angekündigt. Nachts ist es schon. Selina, die schläft nicht. Die wird nur oben angezeigt. Die schläft scheinbar nicht. Die braucht keinen Schlaf. Oder schläft die anderswo? Oh, ein rotes Ausrufezeichen auf der Map. Map. Genau da. Oh, ein UFO. Was zum? Ist das Peter? Das ist nicht Peter, das ist Peter. Peter Griffin. Peter UFO. Ein Mii, was nicht ich erstellt habe, sondern das hier vorgegeben ist vom Spiel. Aber nice, ich hätte es auch genommen. Diese Formel. Okay, ja, wir müssten uns eigentlich aufs UFO konzentrieren, aber was soll es? Was? Das schluckt einfach Bananen. Gibt's doch nicht. Danke dafür. Grafizierung des Restes des Teams. Außer mir und natürlich Selina. Ich muss natürlich Kontrolle über mich haben, damit ich mich steuern kann. 1002 sich gerettet. Los, greift doch mal das UFO an, wo ihr schon ultrafiziert seid. Impuls, Attacke, das kriegen wir auch hin. So schwer kann das doch nicht sein, das ist doch normal, gekennzeichnet die Quest. Kommt schon, alles in Ordnung. Nein, nicht in Ordnung, Annelie ist fast besiegt. Ich will sie noch nicht in die Rotzone stecken. Ja, gut, dass sie sich selbst eine Banane gibt.
Weil eutrophiziert kann sie uns nichts bringen in der Ruhezone. Attacke aufs UV. Aufs Peter Griffin. UFO. Mega Feuer. Glück gehabt oder was stand da? Doppel-Dieb. Das schaffen wir doch. Ich bin Banane geklaut. Nein. Ich muss aber in die Ruhezone. Ich bin fast Game Over. Na, jetzt haben wir uns ziemlich geschadet. Okay, die beiden nochmal ultra offensiert. Nice. Die Ruhezone hat mich aufgeheilt. Wieder dieses Wort aufheilen. Das ist nicht ultra offensiert, darf deshalb in die Ruhezone. Ich helfe dir. Zack. Da wird, wir haben seine HP geheilt. Oh, Annelie schläft. Hypnotisiert von Blackie. Okay, ich würde nicht gerne hypnotisiert werden. Aber mit Andy kannst du das gerne anstellen. Wieso klaut er alle unsere HP-Bananen? Na, darfst du auch nicht machen. Wenn Annelie damit nicht einverstanden ist, dann sollst du die auch nicht hypnotisieren. Das gehört sich nicht, Leute gegen ihren Willen zu hypnotisieren. Sie nimmt sich eine Banane, sie gönnt sich. In der Beziehung. Ach so, ich hab's ihr geschenkt. Okay, Ultrasteuer scheint leer zu sein. Los, Doppel-Dieb. Annelie greift ordentlich an. Unsere Kriegerin hier. Panzer Donald haut auch ordentlich rein. Ich mag das Team. Das passt irgendwie. Das. Und damit kann ich leben mit diesem Team. So, Attacke. Ist fast besiegt. Komm, das kriegen wir. Nein, nein, nicht. Nicht mein Team besiegen. Sie bräuchte eine Banane. Oh, cool. Halbe Banane. Habt da was namens HP und MP-Streuer für euch? Nein, Annelie wird gefeuert. Donald, du kannst doch nicht einfach Annelie hier losfeuern. Die ist Schauspielerin, die braucht. So, wer kriegt die HP-Punkte? Das kriegt Donald. Ist noch Level 16. Gummi-Alien und Kobalt-Schinken. Na, ob das Gummi. Hey, so lecker schmecken wird, weiß ich nicht, aber naja, was soll das? So, zack. Okay, der sieht etwas ölig aus. Mit Steam ist also Selina verheiratet. Okay. Wolkenkenner Peter. Lang nicht gesehen, Peter. Also nur befreundet, ist ja nur ihr Freund. Ich war so schockiert, als ich sah, dass du zu einem Monster geworden bist. Ach übrigens, Peter. Diese Personen hier wollen dich irgendwas fragen. Du hast die Quest von Selina abgeschlossen. Wieder eine Quest abgeschlossen. Perfekt. Na Peter, sag mal. Ein dunkler Fürst. Was dunkles habe ich in der Tat gesehen. Da ist so ein komischer Schatten durch die Luft geschwebt. What's the fail? Verschluckt an meiner eigenen Spucke. Vielleicht war das ja der dieser dunklere Fürst, den du suchst. Hast du gesehen, wo er hingeflogen ist? Jetzt fällt mir ein, dass ich noch was gesehen habe. Da war ein riesiger Turm im Himmel. Der Schatten erreichte den Turm und verschwand. Der Turm ist da hinten. Wo denn? Donnerwetter! Jetzt sehen wir ihn, oder was? Der Himmel ist Turm. Hier hält sich der dunklere Fürst Gronkh auf. Auweia. Danke, das hat mir sehr geholfen. Freut mich. Oha. Lass dich von Dominik zum Himmelsturm bringen. Na, aber hallo. Den dunkleren Fürsten müssen wir noch besiegen. Ich habe Hunger. Und nicht Kopf lenken lassen. Oh, Dena wieder mit seinem Fotoapparat. Der hat fotografiert. Na dann, lassen wir uns mal zeigen, was wir hier kaufen können. Blackie kauft es diesmal für uns. Oh ja, Speicher ist mir. Vielen Dank, es war mir ein Vergnügen. Okay, da kommt das nächste Gasthaus. Hervorragend. Tada, Sarah fühlt sich schon wieder besser. Stimmt, die könnten wir eigentlich mal mit ins Team nehmen. Hätte man eine Heilerin. Aber wen lassen wir dafür wieder gehen? Ich will mich eigentlich von keinem trennen.
Was läuft bei denen? Wahre Stärke kommt von innen. Die Leute werden sich heißer retten. Training, hurra! Ganz schnell hier. Nächste Beziehung. Du ab, du ab. Gute Bekannte, Level 6, Helfer gelernt. Das gefällt mir. Putin will ein neues Kleid. China-Kleid wäre der Traum von Putin. Ein Gündier. Ein China-Kleid wurde gekauft. Dann statte dich aus. Du hast 12 verschiedene Kleider, die bevorzugte Kleidung von Prinzessinnen gesammelt. Na denn, ich würde mal sagen, auf zum Himmelsturm. Zu viert. Da ist also der Himmelsturm. Der dunklere Fürst Gronkh sollte sich darin befinden. Nur ein Problem. Das Tor ist abgeschlossen. Was zum? Flüröffnung? Das kann doch nur eins bedeuten. Wir müssen wieder Juwelen sammeln. Hilft ja alles nichts. Oh Mann. Also dann, Ärmel hochkrempeln und los geht's. Hört euch ein bisschen in Weitgereist um. Per Drache zurück nach Weitgereist. Okay, hören wir uns mal um. Oh, wen sehe ich denn hier? Tumblerfee. Vielleicht kann die uns was sagen. Die war auch immer ganz hilfreich. Tumblerfee 3. Alles, was wir zu essen kriegen, ist Salat. Jeden Tag immer nur Salat. Ich habe die Nase voll. Es wird Zeit, dass es auch mal was Süßes gibt. Oh, hey, du da. Hör zu, es ist wichtig. Es gibt da eine super süße Süßigkeit. Sie ist versteckt in einem geheimen Ort im Flammenberg. Ich gehe dorthin und du kommst mit. Befehl von Tamlomon 3. Nichts wie los, der Flammenberg wartet auf uns. Da gibt es eine leckere Süßigkeit. Kann ich irgendwie vielleicht erstmal ablehnen und gucken, ob ich da irgendwie Dingens bekomme für den dunkleren Turm. Kann ich das mal machen? Vielleicht kann ich das später. Was soll das denn? Willst du etwa, dass ich ganz alleine gehe? Nein, aber ich will mich erstmal umgucken. Vielleicht weiß hier jemand anderes irgendwie noch was. Oha, hier sind viele Quests. Oh. Was hast denn du? Bürgermeister Sir Georg. Entschuldigung. Hast du kurz Zeit? Es ist nämlich so. Das Königreich anfangs ist erneut in Aufruhr. Mäuseartige Monster plagen aus das ganze Land. Und naja, ich dachte, der König würde vielleicht seine Armee losschicken. Aber stattdessen sah er nur mich an und sagte, du da, tu was dagegen. Als ob ich ganz alleine etwas gegen Monstermäuse ausrichten könnte. Also kam ich nach hierher. Ich weiß, ich verlange viel, doch bitte rette anfangs. Ich flehe dich an, rette anfangs noch einmal. Quest von Sir Georg. Aber gerne. Ich werde es trotzdem erstmal ablehnen. Was soll das bloß mit dem König? Was soll der bloß der König sagen? Ich gucke mich hier mal um, gucke die anderen Quests an und entscheide mich dann mal, welche Quest wir als nächstes annehmen. Die Katze hat auch noch was zu sagen. Na, aber Katze. Es werden wahrscheinlich alles Teile sein. Bei jeder Quest können wir einen Teil gewinnen für den Turm. Das heißt, es dauert noch ein bisschen. Seufz. Oh je. Hast du einen Moment Zeit? Also mein kleiner Schnuff. Eines Tages ist er mit meinem Juwel heimgekommen. Aber das war irgendwie gruselig. Ich habe ihn angebrüllt, er soll das sofort wegwerfen. Und zwar weit, weit weg. Aber ich habe ihn wohl erschreckt, deshalb ist er von daheim ausgerissen. Jetzt mache ich mir Sorgen. Kannst du mir bitte helfen, meinen kleinen Schnuff zu suchen? Und der hat dann ein Juwel, das ist doch gut. Suche bitte meinen kleinen Schnuff. Was zum Geier? Ah, nein, das machen wir ganz zum Schluss. Ganz als letztes, da waren wir doch gerade erst. Und da will ich nicht so schnell wieder hin. Okay. Wüstenpromi Jody. Das ist vollkommen inakzeptabel. Endlich habe ich Urlaub und jetzt sorgt der dunklere Fürst für Unruhe. Ich habe immer noch Albträume wegen dem alten dunklen Fürsten. Oh, hallo. Hi, hast du zufällig irgendwas Augen- oder Nasenförmiges gesehen, was wie ein Juwel aussieht?
Jetzt, wo du es erwähnst, da war noch was. Ich fiel mir ein eher ungewöhnliches Souvenir in die Hände. Es könnte ja genau das sein, was du suchst. Könnte sein, ja. Tut mir leid, ich habe es weggeworfen. Was? Wohin denn? In so Ruinen in der Wüste würdest du dorthin gehen. Ich glaube, das Neo-Höhlen-Labyrinth wäre ein guter Ort, um dein Juwel zu suchen. Ja, ich gehe später hin. Oh, sicher. Ich glaube, ich gehe nach Anfangs zurück, da waren wir lange schon nicht mehr. Singende Lieben, Yuki! Ah, glaubst du, du könntest mir behilflich sein? Es geht um meinen Freund, Ash Ketchum. Er hat dieses seltsame Juwel an Land gezogen. Und dann ist es passiert. Plötzlich flog ein riesiges Monster aus dem Nichts heran. Dieses Ungetüm hat ihn einfach entführt. Ich war so geschockt, dass ich Hals über Kopf geflohen bin. Und jetzt fühle ich mich scheußlich. Kannst du mir helfen, Ash Ketchum zu retten? Aber Ash Ketchum rette ich doch gerne. Na gut, vielleicht verdiene ich die Hälfte auch nicht. Es tut mir leid, Ash Ketchum. Ja, ich rette euch alle, aber als erst gucke ich noch ihn hier an. Schwer, oha. Na dann das wohl als... Na dann jetzt das... Komischer Forscher Michael R. Wer auch immer Michael R. ist. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich bin Michael R., der bekannte Kapazität aus dem Gebiet der Robotik. Kommt ganz darauf an, kennst du dich aus mit Juwelen? Genau gesagt, mit Augen- oder nasenförmigen Juwelen. Von so etwas hört man eher selten, oder? Aber ich habe da so eine Idee. Folge mir, wir haben keine Zeit zu verlieren. Folge mir rasch in die Reinraumfabrik. Okay, das klingt gut. Eine Fabrik, da würde ich doch gerne hin. Was? Du brauchst wohl keinen Ölwechsel. Brauchst du einen Ölwechsel? Okay, jetzt haben wir alle mal angeguckt. Ich denke, ich beginne mal mit ihm hier. Ich will unbedingt nach Anfangs zurück. Da waren wir lange nicht mehr. Da waren wir am nächsten nicht mehr. Und dann gucken wir mal weiter. Ich denke, die Tumblr-Fee, die können wir auch nicht vernachlässigen. Und ja, schauen wir erstmal weiter. Erstmal Anfangs und dann gucken wir weiter. Erstmal Zwergi ansprechen hier. Sir Georg. Und seinen Quest folgen. Und dann gucken wir langsam weiter, welche Quests wir so annehmen können. Er erzählt wieder vom König. Der ist wirklich ein bisschen faul, ein bisschen blöd. Seinem Volk nicht zu retten. Seinem Volk anfangs. Seinem Volk nicht zu helfen. Käsekuchenbelohnung. Und vielleicht ein kleines Juwel. Also nehmen wir es an. Du hast die Quest von Sir Georg angenommen. Ich will es immer Sir Georg aussprechen. Ist auch cool, aber ist nicht richtig. Oh, vielen Dank! Ich weiß, ich bin keine große Hilfe, aber zumindest ein Rat kann ich dir geben. Das Nest der Mäusemonster muss in meinem versteckten Turm liegen. Bitte hilf mir und rette mich. Rette das Königreich. Er folgt mir nicht. Schade. Ich hätte gerne mit Sir Georg gekämpft. Nur ich würde mal sagen, dann geht's bald weiter hier mit der Quest von Sir Georg. Brechen wir auf!